kommen wir zu einem Widerstand, der schon etwas länger dauert und der erste Erfolge hat und der hier auch eine kleine, etwas Kleines vorbereitet hat. Und ich übergebe direkt an die Aktivisten. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier am Schlesischen Tor. Es ist wunderschön hier und wir wohnen wahnsinnig gerne hier. Hier vorne auf der Ecke sind die Nachbarinnen und die malen Transparente, sie verkaufen Kuchen, verteilen Flyer mit den Kindern zusammen und sie zeigen, wir wollen hier wohnen. Unser Problem ist, dass unsere Häuser zu den sogenannten Schenkungshäusern gehören. Berlin hat über 600 Häuser in den 90er Jahren an die städtischen Wohnbaugesellschaften übertragen. Die GSW hat über 100 Häuser bekommen. 23 liegen hier verstreut in Kreuzberg. 2004 wurde die GSW privatisiert. 2010 ging die GSW an die Börse unter Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Und was passiert jetzt? Statt dass unsere Mieterschutzrechte, die Sozialcharta der Privatisierung eingehalten wird, hat sich die Deutsche Wohnen überlegt, zu fusionieren mit der GSW. Damit entsteht einer der größten Immobilienspekulanten mitten in Kreuzberg. 8000 Wohnungen in Kreuzberg werden davon betroffen sein. Deutsche Wohnen wird mit 7% Anteil am Bestand des Berliner Wohnungsbestandes hier uns das Leben schwer machen. Die Aktionäre werden verlangen, dass die Rendite steigt. Das heißt, wir werden rausmodernisiert werden. Was sagt Stadtentwicklungssenator Müller dazu? Er sagt, macht euch keine Sorgen, eure Rechte sind garantiert. Wir sagen, buh, das wurde vor 10 Jahren schon zur Privatisierung gesagt. Aber das ist eine Lüge. Wir klagen dagegen. Wir verklagen das Land Berlin, wir verklagen die GSW. Und wenn es so weitergeht, auch die Deutsche Wohnen. Wir sagen Nein zur Spekulation mit unserem Wohnraum hier im Altbau, in der Innenstadt und gegen die Verletzung unserer Rechte. Wir wollen, dass das Land Berlin die Häuser zurückholt. Aber nicht einfach nur Rekommunalisierung, nicht einfach zurück in die städtische Hand. Das hatten wir schon mal, da wurden wir zack verkauft. Wir wollen Mieterinnen mit Entscheidung, demokratische Kontrolle und politische Transparenz in der Rekommunalisierung des Wohnraums. Wir wollen, dass Wohnen in Berlin wieder gemeinnützig wird. Und wir wollen auch, dass die städtischen Wohnbaugesellschaften wieder zurück in die Gemeinnützigkeit finden und nicht einem marktwirtschaftlichen Prinzip folgen. Wir wollen keine Luxusmodernisierung im vernachlässigten Altbau zur Renditeentwicklung, sondern Instandsetzung. Keine Verdrängung von Jung und Alt, von Klein und Groß. Wir wollen die Kreuzberger Geschichte auch nicht hier verdrängen lassen. Deswegen gehen wir auf die Straße. Energie, Wasser, Wohnen, Bleiberecht für Geflüchtete, alles öffentliche Güter und eine Daseinsvorsorge und gute Infrastrukturen für ein Recht auf Stadt. Wir solidarisieren uns mit Mieterinnen der GAGFA, GHAG, GESOBAU, GEWOBAG, GSW in Zehlendorf, Lichtenberg, Pankow und überall. Wir solidarisieren uns mit den Mietenkämpfen international und auch in Frankfurt, in Düsseldorf, in Stuttgart. Wir gratulieren dem Mieter in Stuttgart, der gegen die Aufhebung der Sozialcharta, der Privatisierung der Süddeutsche Wohnengruppe, gewonnen hat. Wir fordern gemeinsam mit Kotti und Co. von der Wohnungspolitik die Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit Wohnen und die Öffnung des aktuellen Diskurses über Bauen. Wir wollen Modellprojekte, um zu zeigen, wie Wohnungen, also Wohnraum im Bestand für Mieterinnen mit geringem Einkommen langfristig gesichert wird. Mit unserer Mitentscheidung, mit unserer Kontrolle. Also lasst uns gemeinsam genau aufpassen, was am Montag geschieht, wenn die Aktionäre der Deutsche Wohnen entscheiden wird, ob sie die GSW schlucken möchten. Wir sagen, unsere Häuser bleiben Risikokapital. Wir bleiben alle. Wir bleiben alle. Wir bleiben alle. Wir bleiben alle.